Hallo, 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 wieder mal das Licht vergesse. Irgendwie vergesse ich immer das Licht hinzumachen. So, ich zeige euch heute einen ganz natürlichen Look mit der BB-Creme. Die ist sehr pflegend, spendet den ganzen Tag Feuchtigkeit, aber gibt trotzdem ein faltenloses Aussehen, flawless. Ich liebe die total. Ich habe viele Kundinnen, die total auf die BB-Creme stehe. Einfach, wenn man nicht so volles Make-up mit voller Deckung haben will, sieht die sehr natürlich aus. Man nennt auch so einen Look, so ein natürlicher Look mit der BB-Creme, nennt man auch Non-Touring-Look. Meine Lücke zu mal so. Aber ihr wisst ja, ihr könnt ja diesen Monat alles viel günstiger habe, sparen ein Produkt umsonst. Erstmal Primer. Primer nämlich trotzdem. Ist auch ein Unterschied, habe ich glaube beim letzten Video schon erzählt. Also BB-Creme ist ein Unterschied zur normale getönte Tagescreme. Hat viel mehr Deckung und mehr Pflege einfach. Also für den Winter, ich mag die als leichte Abdeckung, als leichte Foundation. Und im Winter mag ich sie besonders, weil sie die ganze Zeit Feuchtigkeit abgibt. Wie ihr wisst, ab einem bestimmten Alter wird die Haut trockener und man kann einfach die zusätzliche Feuchtigkeit gebrauchen. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr, dass man das schön einwirken lässt. Als Augen-Make-up habe ich mir heute, aufpasse, dass ich meine Brille nicht runterwerfe, als Augen-Make-up habe ich heute dieses Slick und Agil. Agil, Agil, genau. Mache heute auch die Twisted Mascara für einen natürlichen Look. So, die BB-Creme trage ich am liebsten mit dem Pinsel auf. Ihr könnt natürlich sowas benutze, aber nass machen. Dann wird es riesig groß und dann geht es echt gut. Also nass machen wäre sehr gut. So. Glaube ich eingezogen. Also Primer ist mir eigentlich bei jeder Foundationform wichtig, weil er einfach die perfekte Grundlage ist für ein Make-up. Man kann natürlich auch eine Feuchtigkeit Creme nehmen, aber ich habe eine Kundin gehabt, die hat Nivea-Creme 10 Minuten vorher und das Make-up, das wird nichts. Das Make-up wird fleckig, wird nicht ebenmäßig, weil einfach die Creme zu fett ist. So, mal gucken, hoch. Aber ich glaube nicht, dass die leer ist. So, ich trage sie, wie gesagt, am liebsten mit dem Pinsel auf. Nicht vergessen, man kann immer aufbauen. Also das ist für mich so ein Must-Have. Ja, eigentlich habe ich mich sonst jeden Tag geschminkt, aber seit dem Lockdown eigentlich nur noch, wenn ich ein Video mache. Eigentlich ist es schade. Oder wenn ich weggehe. Es ist auch so, seit ich Unique mache, aber ja. Gut, jetzt nicht im Lockdown, aber vorher jeden Tag Make-up drauf gemacht. Meine Haut hat es null ausgemacht, weil eben die Unique-Produkte sehr pflegen. Seht ihr, das ist jetzt eine leichte bis mittlere Abdeckung. Deswegen nehmen wir noch ein bisschen Concealer. Man kann auch mit einer helleren BB-Creme als Concealer arbeiten, aber bei diesem Angebot ist ja Concealer dabei, deswegen zeige ich euch das auch mit dem Concealer. Ich fahre da auch um die Augen rum, einfach weil das Feuchtigkeit bringt und nicht schadet. So. Ist auch natürlich ganz leicht im Tragegefühl. Hallo, hallo Manda.
Hoffentlich sehe ich richtig. Ist es richtig? So, dann mache ich jetzt Concealer. Und zwar glaube ich, der Scarlett ist fast. Organza heißt der. Ein Riese ist auch dabei. Machen wir jetzt. Das deckt halt mit dem Sprüh-Make-up, bräuchte ich das nicht, weil das so eine starke Deckung hat. Aber mit dem. Der leichte Abdeckung wird das jetzt vor. Wo ist jetzt mein Pinsel? Ja. Einfach so eintupfe. Wird nachher verblendet. Einfach etwas eintupfe. So. Und unter der Auge. Da muss man schneller sein, damit man das noch schön verblendet kriegt. Zack, zack, macht bitte so eine Dreiecksform, nicht so rund. Seht ihr, ich verblende es jetzt einfach dreieckig nach unten. Ja, ein bisschen sieht man noch. Blöde Träne, sag ich echt. Zu viel ist einfach mit dem Kabuki-Pinsel nach außen verblendet. Mal gucken, ja, dass ich hier nicht. Meine Augen sind heute merkwürdigerweise etwas geschwollen. Das heißt, merkwürdigerweise, wahrscheinlich trinke ich zu wenig, weiß ich, ist mein Manko. Obwohl man es nicht soll. So. Wimpern wollen wir noch biegen, aber vorher machen wir ein zartes rosanes Rouge. Das aber doch noch mal. Jetzt die Wimpernzange. Tatsächlich fahre ich hier noch mal rum. So. Jetzt die Wimpernzange hier. Fangen wir nämlich halt vorher machen wir Augenprimer. Reicht für beide Augen. Sind einfach so die Primer-Produkte, auf die würde ich nicht mehr verzichten, weil das so wichtig ist, das Make-up hält länger, die Farbe kommt besser raus. Also Primer ist wichtig, finde ich. So. Ich glaube, ich muss hier nochmal im Spiegel. Sieht so dunkel aus, wenn ich hier ins Handy schaue. Ich glaube, ich muss die Wimpern auskämmen. Da ist BB-Creme drauf. So. Auskämmen. So, nehmen wir mal diesen Slick, das ist Metallic, oder Schimmer, und als dieses Agil, als Mattes. So, das ganze bewegliche Lid. Rosa steht jeder Augenfarbe und jeder Frau, auch ältere Frau, angelesen.
Irgendwie sehe ich heute schlecht. So. Muss man, glaube ich, näher her zu euch. So blind hätte ich ja gar nicht gedacht, dass ich schon bin. Anscheinend doch. Lässt sich super auch als Highlighter verarbeiten. Das ist der richtige Pinsel. Vorhin Pinsel mit dem gereinigt, dass die nicht noch nass sind. So, agil. So, Achtung, ich bin gerade live. Wer kommt? So. Ist agil, ist halt sehr dunkel, aber ist so ein Aubergine-Ton. Passt perfekt zu diesem Slick. Seht ihr? Schon nicht mehr dunkel, wenn man es verblendet. So. Hier hoch. Ihr könnt hier sehr sparsam sein mit der Farbe und dann aufbauen, wenn es euch zu wenig ist. Immer vorsichtig sei mit der dunklen Farbe. Ihr wisst, dunkel macht klein. Also Wände schwarz zu machen in einem Zimmer, lässt das Zimmer kleiner aussehen. Müsst man sehen, wenn eine helle Fliese oder ein heller Teppichboden lässt den Raum viel größer erscheinen wie dunkel. So. Hier genauso. So sieht ja etwas gewagt aus. Ah, ich verblende es einfach nur ein bisschen. Habe ich doch irgendwie eine Kante nein, braucht noch ausbessern. Fehlt ein bisschen rund. Das mache ich jetzt nur mit einer Linie. Hier auch natürlich fehlt auch. Lässt sich alles super verarbeiten. Mit den Pinseln. Kriegt auch ja noch ein Setting-Produkt dazu, also Grundierung praktisch, ein Primer nach Wahl, Concealer nach Wahl, Foundation nach Wahl. Ich habe drei Lieblinge, das ist Stick Foundation, BB und Sprüh Foundation. Die nehme ich eigentlich immer. So. 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 Okay. Weißer Kajal. Lasse ich jetzt, glaube ich, mal auch unter der Kajal weg. Mache nur ein bisschen so rauchig mit. Diesem agil Lidschatten. So, dafür habe ich so einen kleinen Pinsel.
einfach ein bisschen so in der Ecke. So. Mein Sohn schlägt wieder mit der Türe. So. Geht super gut mit dem Pinsel. Er braucht, ich habe dann genau der passende Lidstrich zum Lidschatten. So. 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 Sieht man der weiße Kajal, den man doch sieht man noch. So. Sehe aber hier. Nicht richtig. Teilen, ich glaube, man ein größeres Spiegel anschaffe so. Manche machen ja die das Make-up erst nach dem Auge-Make-up, damit sie die runterfallende Pigmente praktisch überpinseln so. Die Twisted hat zwei Bürste. Diese ist die Präzisionsbürste und dieses ist die Kammbürste. So. Fange an mit der Präzisionsbürste erst alle zu tusche, um alle zu erwischen. Seht ihr, besonders die kleinen. So, hier auch kommt er ja ganz nah an die Wimpernwurzel. Kann man super gut diese innere mit erwischen. Ja, das höre ich auch. Untere natürlich auch mit der kleinen Bürste super gut. So, und jetzt hat natürlich auch einen Preis gewonnen, die große. So, jetzt schaut mal, das ist der natürliche Look. Und das ist der. Mit der, also man kann auch nur die kleine Bürste benutzen. Ich mag halt, dass die Wimpern schon so getrennt werden. Also sogar mit dem natürlichen Look sieht es auch gut aus. Natürlich auch aufbaubar. So. Und deswegen machen wir Highlighter und zwar diesen Slick Lidschatten. Direkt auf der Wangenknochen.
Käse. Schön verblende mit dem Puderpinsel. Und natürlich Highlighter hier oben. Hoffe, euch geht's gut, seid gesund. War heute schon unterwegs. Die Pflegerin von meiner Mutter. Computertomographie. Bauchweh. Hoffe bloß, dass nichts Schlimmes ist. Muss immer an mich selber denken. Als ich anderthalb Jahre rumgerast bin und niemand hat was gewusst, was ich habe, war meine Bauchspeicheldrüse so entzündet, dass ein Drittel entfernt werden musste. Eigentlich ist das eine Krankheit, wo man nur bei Krebs kriegt. Bei mir war es kein Krebs, hat die Ärzte sehr verwundert. Zum Glück. So, aber auf jeden Fall habe ich jetzt keinen Bauchweh mehr. So, jetzt machen wir noch eine Lage. Seht ihr, ich mache da auch so zickzack. Soll man bei jeder Wimperntusche, wer macht die Wimpern so ein bisschen auseinander? So, ja auch. Deswegen habe ich immer, wenn jemand sagt, der hat Bauchweh, weil meine Familie hat schon denkt, ich markiere, weil ich öfters abgesagt habe, aber einfach blöd, wenn man halt so Krankheiten hat, die man nicht sieht. So, machen wir hier noch ein bisschen. Hier erwischt man wirklich jedes Härchen. Aber hier nochmal, glaube ich. Dann nehmen wir mal Lippenstift und dann sind wir fertig. Setting Spray, so. Sage ich gerade, die trennt so gut, kommt hier ein. So. Lippenstift machen wir auch einen hellen, weil wir ja einen natürlichen Look. Easy Street. So, Nude. So, wenn ich da vermach halt, so. So, Setting Spray. Auge zu, bloß ein bisschen. So. So, meine Lieben, das war heute ein ganz natürlicher Look. Mit Rosa und mit der BB-Creme, wenn irgendjemand eine Farbberatung möchte oder noch mehr zum Angebot wissen will, einfach bei mir melden. Ich bin immer für euch da, ihr schreibt mir einfach. Hier war wieder eure Iris Riedel von Unique by Iris und ich wünsche euch einen wundervollen Mittwochabend. Bis dann, wir sehen uns am Freitag. Tschüss.